Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir haben beim letzten Mal ja den Weg verlassen und haben einen richtig starken Kampf gehabt. Das möchte ich jetzt erstmal vermeiden. Schummer, Hügel und Victor's Cool. Ich möchte nach Victor's Cool. Links also. Warte, was war jetzt? Das cool unten, okay. Dann gehen wir noch. Moment. Ah, ich möchte den Weg nicht verlassen. Zu starke Gegner. Okay, das könnten wir gut hinkriegen. So, Messerchen. Ah, okay. Ist aber egal, sie soll eh erstmal heilen. Sie hat schon fast kein FP mehr. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, ich war auch spannend, soll für nächste Runde, aber macht nichts, ist egal. So, Lanze dahin. Bogen. Den da. Wir machen mal Tänzerfähigkeiten einfach. Nur weil halt alle getroffen werden. Ach, wir haben sogar eine Schwäche gefunden. Nice. Dann. Ja. Hauen wir den da hinten mal weg. Oh, das lohnt sich echt gar nicht, mit dem Stöckchen anzugreifen. Ich meine, ja, wir haben Debuff drauf, aber auch ohne, glaube ich, wird das nicht viel mehr bringen. Oh, schön, Gift. Bogen oder? Na komm, wir gehen aufs Nummer sicher. Prozent. Ne, dann rufen wir lieber nochmal und zwar das Murmeltier. Die Viecher machen auch einen Schaden. Deswegen will ich wissen. Oh, Tresser. Alter! Der Schaden! Okay. Ist okay, würde ich sagen. Du musst jetzt aber leider nochmal Wunden heilen. Einmal darf ich noch. Das muss ich auch vielleicht schon nutzen. Oh, nicht schön. Gar nicht schön. So, Händlerfähigkeiten. Möchte ich eigentlich gar nicht nutzen. Komm, greif mal an. Egal. So, was machen wir? Ich würde sagen, nehmen wir nochmal das Ding. Einfach halt nur, weil es alle trifft. Jägerfähigkeiten. Fallregen. Greift zufällig? Nein. Präzisionsschlag. Fügt einem Gegner kritischen Schaden mit einem Bogen zu. Da. Oh. Vielleicht können wir ihn jetzt sogar fangen. Ja, er ist rot. Sehr schön. Bitte nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Was zum... Wow. Heizt sich erstmal selber.
Heftiger Schaden. So. Fang. 1% kriegst du nicht? Wir probieren's. Mist. Ja, ist doof gelaufen im Haltraube. Für dich selbst. Und Klerikerfähigkeiten, ja. Letztes Mal heilen. Schaden ist schon echt böse, ne? Ich kann mal ein Objekt nehmen, ob ich irgendwie meine FP regenerieren kann. Ja, kann ich. Regeneriere FP eines Verbündeten. Für sich selbst. Ah, 40. Ist nicht ganz so viel. Aber damit kann man wieder... What? Was ist denn hier los? Okay. Was tue ich hier? Ich heile am besten mal. Olive des Lebens, genau. Da. So, okay. Den muss ich brechen, sonst bombt er mich aus dem Leben. So, Messerchen funktioniert nicht so richtig. Ich mache hier nochmal ein Objekt, und zwar eine Heiltraube. Darf halt nicht direkt umkippen. Okay, nur ein Debuff, das ist okay. Voll drauf. Ist halt nicht viel, ne? Alles klar, so, jetzt musst du nochmal heilen. Genau. Heftig. So, Angriff. Ja, hau mal drauf. Hau den da. Damit er weg ist. So, perfekt. Der hält noch ein bisschen was aus. Ah, vielleicht die Lanze nehmen sollen. Nehmen wir jetzt die Lanze. Brauche nicht viel mehr. Stirbt doch endlich. Nimm den. Ja, der Bogen ist besser. Oh, sehr schön. 3 Level-Ups. Bis auf Tresser sind jetzt alle wieder voll. Sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Victor's cool. Perfekt, hier wollten wir hin. Du hast dann wieder Geld gewonnen. Hi. Good day to you. Seid willkommen in Victor's Cool, der größten Stadt im Waldland. Hi. Unsere Stadt ist vor allem für ihre Arena bekannt. Schaut euch unbedingt einen Kampf an, während ihr hier seid. Okay. Provozieren? Nee. Zeit mitnehmen? Und auch mitnehmen. Das ist so ein bisschen... Na ja, gut. Kaufen, was hast du denn so? Nahrhafte Nuss M. Maximal GP erheblich. Ist das so ein Permanentobjekt oder? Ich weiß es nicht. Schaut's nicht dahinter steht. Belebende Nuss. Maximal FP erheblich. Aha. Nur magischer Nuss. Elementaren Angriff bedeutend. Wahrscheinlich ist das nur kurzzeitig. Gehe ich von aus. So, was haben wir hier unten? Oh, hi. Mein Mann wollte nur für einen Moment aus dem Haus gehen, ist aber nie wiedergekommen.
Er hat ein großes Muttermal auf seinem Handrücken. Wenn ihr ihn also seht, dann sagt ihm bitte, dass er nach Hause kommen soll. Okay. Wir kriegen jetzt halt keine Infos von den Leuten, ne? Moment, haben wir irgendwo... Hallo? Ah, jetzt. Das war mein Auftrag. Ich möchte mein Team auch mal ein bisschen umstellen. Ja, Gruppe wechseln. Ich möchte... Therion eigentlich mitnehmen. Eigentlich ja. Statt Tressa. Es klingt zwar jetzt ein bisschen doof, weil Tressa mega viel Schaden immer gemacht hat, aber ich glaube, Therion ist eigentlich ganz gut, die Wahl. Wo ich Olberic auch gerne mitnehmen würde an sich. Hm. Ein richtig geiler Kämpfer wäre natürlich auch Hammer, ne? Hm. Das ist jetzt die Frage. Therion kann halt FP regenerieren zum Heilen für sie. Boosten, boosten. Hm. Das ist die Frage. Ich nehme Therion erstmal mit. Damit das so ein bisschen im Ausgleich ist, damit er halt auch nachlevelt. Weil müsste ich Sylvester auch mitnehmen. Hm. Weil ich brauche ja Olberic, ne? In dieser Stadt. Nehme ich Olberic erstmal mit. Das war doch so, oder? Olberic, genau. Kapitel 2, Stufe 27. Die haben nicht mal ansatzweise irgendwie noch 27. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt schaffen können hier. Wir werden sehen. So, was mit dir? Donnerwetter, es ist ein wahrer Krieger. Ich möchte gerne ein Schwert haben, so wie... ein Schwert haben und so werden wie er, wenn ich groß bin. Wusstest du schon? Er hat noch keinen Kampf verloren. Keinen einzigen. Von wem redest du? Olberic? Olberic ist super. Excuse me? Liebevolle Tante. Mein Schwertkämpfer möchte erwerben. Wer hat meinem Neffen denn diesen Unfug in den Kopf gesetzt? Ich habe wirklich geglaubt, mein Klügelskind großgezogen zu haben. Wo ist sein Vater? Naja, reden wir lieber nicht von ihm. Was können wir jetzt machen? Fighten, fighten. Verführen, verführen. Wow. Was für ein Schrottteam. Naja, gut. Was wird hier? Waisenhaus, okay. Kennt ihr das Waisenhaus hier? Es ist mein ganzer Stolz. Wir haben nicht viel, aber wir kommen irgendwie zurecht. Ihr werdet es nicht glauben, aber eine freundliche Seele hat für uns gespendet. Es ist, als würden die Götter selbst für uns über uns wachen. Okay, und du bist einer dieser Kinder? Good day. Dorfbewohner, nee, schade. Westlich von hier gibt es eine Höhle mit einem beeindruckenden unterirdischen See. Ich habe gehört, dort würde ein furchterregendes Monster hausen. Seid ihr sicher, dass ihr dorthin wollt? Haben wir nie gesagt. Das ist wohl der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Was? Ach so, nicht der Weg. Okay, wir dürfen nicht nach links weiter. Schade. Was mit dir? Hat man mit dir schon geredet? Ich weiß es nicht. Mann ohne Gedächtnis, nee. Ich bin vor Jahren an der Küste gespült worden. Mir fehlt jede Erinnerung daran, wer ich bin oder wie ich einst hieß. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann erkannt zu werden. Und zu erfahren, wer ich bin, glaube ich. Irgendjemand muss mich doch gekannt haben, oder? Stimmt. So, was haben wir jetzt hier? Wir können einen Auftrag annehmen. Mal gucken, was wir denn? Hort Karger Vater. Meine geliebte Tochter ist verschwunden. Nach dem Tod meiner teuren Gattin habe ich sie ganz alleine großgezogen. Ich würde verrückt werden, wenn ihr etwas zugestoßen wäre. So. Ich habe schon überall nach ihr gesucht, aber nicht die geringste Spur von ihr gefunden. Sie heißt Ellie. Bitte schickt sie heim zu mir, falls ihr euch unterwegs begegnen solltet. Aha, auf und davon, alles klar.
So, wir sind... Warte mal, hier sind wir... Doch, hier sind wir runtergegangen, genau. So, einen Kreis gelaufen, dann können wir hier oben nochmal gucken. Wen haben wir denn hier? Verschwindet hier. Ich sagte, ihr sollt gehen. Was ist mit dir? Sonst will ich einfach verprügeln oder so? Tor zur Arena. Da können wir auch mal reingucken. Das stimmt. Ich hätte hier etwas zu erledigen. Manchmal beginnen zwei Kapitel in derselben Stadt. Ja, haben wir schon mal gesehen. Aber warum triggert sie jetzt? Wir haben doch nur Olbrich hier, oder? Ihr könnt eine Geschichte starten, wann immer ihr wollt. Wenn ihr eine bestimmte Geschichte anhalten und fortsetzen wollt, dann geht einfach ins Wirtshaus. Bestimmte Geschichte anhalten oder fortsetzen wollt. Ah, okay, dann können wir zwischen den einzelnen Geschichten wechseln. Okay. Eine Geschichte für einen anderen Tag. Okay. Die Stadt betreten, ohne die Geschichte zu beginnen. Ihr könnt sie zu einem späteren Zeitpunkt beginnen lassen, indem ihr in das Wirtshaus geht und mit dem Wirtshauswirt sprecht. Hier kommt später noch einer, schätze ich. Und Olberic, genau, den haben wir schon gesehen. Du gelangst nach Victor's School. Im Stimmengewirr der Leute, die über das anstehende Turnier reden, hörst du den Namen Gustav heraus. Aber Stufe 27, das ist halt... Muss er jetzt 27 sein oder reicht das, wenn einer unserer Teammitglieder 27 ist, um so im Rahmen zu bleiben, was wir machen müssen? Das ist die Frage. Aber wir können ja anhalten, die Stories im Wirtshaus. Also von daher nicht ganz so schlimm. Wir starten sie einfach mal, würde ich sagen. Fahrt von Albrecht, Kapitel 2, die Geschichte beginnen, ja. Was bisher geschah. Ulrich hatte sich auf eine neue Reise gemacht. Er sollte etwas suchen, was er verloren hatte. Den eigentlichen Grund, warum er sein Schwert trug. Um eine Antwort zu bekommen, musste er seinen alten Kameraden Erhard finden. Den Mann, der König und Lehnsherrn verraten hatte. Gustav, der Räuberhauptmann, sagt, in Victor's School gäbe es einen Mann, der Erhard kannte. Vielleicht kann er Olbrich sagen, wohin Erhard gegangen ist. Gustav, so lautet der Name des Mannes. Sie nennen ihn den Schwarzen Ritter. Wird Olbrich ihn hier finden, in dieser Stadt der Krieger? Oh, schon lange habe ich nicht mehr solche Menschenmengen gesehen. Hallo, Reisender! Ihr habt doch sicher schon von unserer Arena gehört! Ja. Natürlich, in dieser Stadt ist sie ja in aller Munde. Gerade wegen ihr bin ich hergekommen, und um mir das größte Turnier des Jahres anzusehen. Yes. Recht so, mein Freund, recht so. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen Besuch. Wir haben hier Kämpfer aus allen Ecken der Welt. Im Streit um die höchste Ehre sind sie bereit, Leib und Leben aufs Spiel zu setzen. Nach Austragung der Vorkämpfe sind nur noch 8 Wettkämpfer übrig. 4 von ihnen sollte man besonders im Auge behalten. Archibald ist der amtierende Meister. Bereits 4-mal in Folge hat er den Sieg errungen, weshalb wir ihn den Vernichter nennen. Joshua kommt aus den Eiswüsten im Norden. Man sagt, sein Herz sei so kalt wie seine Klinge. Dann ist noch dann ist da noch Wallace Wildschwert, der im Finale des letzten Jahres nur an Archibald gescheitert ist. Und noch eins sollt ihr mal gewalten. Gustav. Ja, genau, ist ein anderer. Hey, Gustav, den Schwarzen Ritter. What? Sagte dir gerade Gustav. Yes. Jawohl. Er ist zwar ein Neuling, hat sich aber bereits einen Namen gemacht, weil er bisher jeden Gegner besiegt hat. Viele glauben, dass er derjenige sein könnte, der endlich den Vernichter zu Fall bringt. Wir haben einen amtierenden König, einen Fremden, der ihn vom Thron stoßen will.
und 6 weitere Herausforderer, von denen einer so beeindruckend ist wie der andere. Dieses Turnier solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr es nicht bis zum Ende eurer Tage bereuen wollt. Eines möchte ich noch wissen. Dann fragt, dafür bin ich hier. Wo kann ich diesen Gustav finden? Ich muss ihn unbedingt etwas fragen. Die unten mit der roten Kleidung, die sieht ein bisschen auffällig aus, so die mit der Schleife im Haar. Ihn zu finden ist leicht. Kauft einfach eine Eintrittskarte für das Turnier. Dort wird er sein, in seiner ganzen Pracht. Ob er mit euch spricht? Nun, das liegt wohl ganz an ihm, oder? Ich verstehe. Danke. Also kann ich Gustav in der Arena treffen. Aber wie kann ich ihn davon überzeugen, mit mir zu reden? Der Mann dort sieht so aus, er sieht aus, als könnte er mit einem Schwert umgehen. Er könnte genau der Richtige für mich sein. Es ist wirklich auffällig. Habe ich mich doch nicht verguckt. Alles klar, eine Stadt umsehen. Wow, haben wir jetzt viele Aktionen hier. Hi. Mein Magen schmerzt und mein Herz schlägt wie ein Schmiedehammer. Mein Name ist Estardes, ein Lokal-Matador. Warte ich hier auf meinen Schwertkampf? Okay, dann herausfordern. Stärke 3, oha. Das können wir sogar verlieren. Deswegen sage ich mal erstmal nein, weil ich möchte speichern. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt tun. Wo können wir denn speichern? Was, nur hier unten? Könnte gut sein, ne? Boy, Knight. Oh. Hey, Ritter. A fighter. Ein Kämpfer. Schnell mit der Klinge. Bosheit im Blick. State your business. And if it's violence you seek, know that you shall have it. Looks of him. He knows how to use that blade. Reckon he'd be more than a match for me, even if I were at full strength. Thought you'd agree. My eyes never steered me wrong yet. My apologies for the dramatics, but I wanted Ned here to take the measure of you. He'd be fighting in the tourney if it weren't for his wounds. If you have business with me, then state it plain. Cecily, at your service. I'm what you'd call a promoter of sorts. And what is it you promote? Arena battles, mostly. And the men who fight them. Except Cecily here's done neither yet. Still looking for a big break, she is. Stay your tongue, Ned. I do the talking, remember? You want to meet the man Gustav, yes? You were there when I spoke to the Barker. That's right. And I'll tell you something he didn't. Tourney fighters don't make a habit of fraternizing with the hoi polloi. If you and he were old friends, that'd be one thing. But something tells me he's not expecting your visit. Do you have a point? I have advice. If you want to talk to Gustav, your best play would be to fight in the tourney yourself. But how? The preliminary rounds are already over, or so I heard. See? This is why you need me. I know a way you can get around that. Then tell me. Simply prove that you're a better fighter than one of the remaining champions. And make sure everyone sees it. During the tourney, local authorities turn a blind eye to public dueling. It's still against the law, mind you, but no one gets in trouble for it. Lots of men come here fancying themselves good with a blade,
and they look to prove it, whether they qualify for the tourney or no. But surely, those who have qualified are above getting involved in petty brawls. They're here to prove themselves, same as everyone. If the circumstances are right, they can no more shirk a challenge outside the arena than in it. I'm telling you, this is your ticket to the tourney. Get the attention of one of the champions, and make them challenge you. Put them in a position where they've no choice but to prove they're your better with a blade. And what do you get out of all of this? When you do get into the tourney, you'll fight under my colors. If you reach the final battle, I'll have fighters lining up to put their seal on a contract with me. Ah, a deal where we both benefit. Is there a better kind? I'll get my scribe to draw up the contract. What name will you use? My own. Ulbrich Eisenberg. Eisenberg? The unbending blade of Hornburg himself? A fine figure. And famous, too. Told you I could pick him, Ned. Well, my lordship. I think this partnership is going to work out handsomely. Nun denn, welcher dieser heißblütigen Kerle wäre wohl bereit für ein Duell? Wahrscheinlich der mit dem Grün. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen trainieren. Nein! Ich wollte speichern! Oh, doofer. Aha. Ich habe gehört, du schwingst ein edles Schwert. Aber bist du auch stark genug, die Klinge eines echten Mannes zu parieren? Aber auf einem Amboss einzuschlagen ist eine Sache. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Kampf gegen einen lebendigen Mann, der auf jeden Hieb eine Antwort weiß. Schau. Lebendig wirst du nicht mehr lange sein. Oh, ich wollte gar nicht kämpfen. Oh, danke. Okay. Speichern, bitte. Einmal kurz speichern. Danke. Puh. Okay. Dann würde ich aber sagen, verprügeln wir hier ein paar Leute und vielleicht da oben auch noch ein paar. Wir dürfen ja eigentlich alles herausfordern. Haben wir mit dir schon geredet? Eigentlich ja, ne? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon. Aber das machen wir dann alles im nächsten Part und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.